Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Minecraft Let's Play von Sky Factory 3. Also ich habe das jetzt gerade im Feed for Beast Launcher gesehen, mir gleich mal runtergeladen und wollte spielen, weil ja, Sky Factory ist ja immer recht gut. Und ja, dabei habe ich dann gesehen, nachdem ich es runtergeladen habe, das Ganze ist in der 1.10. Das ist auch mal was Neues, weil die meisten Modpacks sind ja in der 1.7, teilweise sogar in der 1.6. Also 1.10 ist auch mal was Neues für mich, komplett. Und mal schauen, wie das so läuft. Also ich habe Optionen, habe ich schon geschaut. Das sollte eigentlich von mir jetzt alles passen, wie ich es mir eingestellt habe. Und dann schauen wir doch mal auf die Welt drauf, was wir so alles haben. Aber normalerweise haben wir einen Dirtblock und einen Baum. Ja, so wie es halt bei einem normalen Sky Factory der Fall ist. Na okay, braucht etwas zum Laden. Ist ja auch das erste Mal, dass ich drauf gehe. Wow, das Inventar ist ganz schön voll. Dafür, dass man eigentlich nichts hat. Fangen wir mal ganz normal an. Ich hoffe, das ist so richtig. In dem Fall. Da ist schon mal kein Setzling mit rausgekommen. Probieren wir mal die Reihe. Ah, da ist noch eine Reihe drunter. Da ist der erste Setzling, das ist praktisch. Dann machen wir mal weiter. Was wir sonst noch bekommen, einen Apfel. Noch einen. Ein Setzling wäre nicht schlecht, wenn ich nochmal bekomme. Ah, das ist jetzt halt blöd, weil dann die ganzen Blätter weggehen, wenn ich da anfange von der Mitte her abzubauen. Jetzt mache ich es. Und so fallen die Dinge runter. Das ist auch nicht so toll. So könnte es aber gehen. Hoffe ich jetzt. Ohne dass ich runterfalle, wenn ich mich dücke. Weil dann kann ich näher an den Rand rangehen. Na? Der ist auch schon mal wieder weggeflogen. Hier sollte es aber funktionieren, weil ich eine Ebene weiter unten bin. Okay. Dann machen wir noch den weg. Und noch einen. Und schon sind wir auf dem Dirt angekommen. Das erste Mal ins Inventar reingegangen. Okay, dann machen wir uns doch gleich mal... Es gibt gar nicht die halbe. Schade. Das hier, den setzen wir ganz normal hier außen wieder dran, wie sonst auch. Platzieren jetzt die herin. Und bauen uns schon mal die erste Plattform. Und typisch für Sky Factory, man fängt an, indem man es unten platziert, weil dann können keine Monster drauf spawnen. Obwohl, ich glaube, bei Halbblöcken soll es ja auch nicht funktionieren, wenn man es oben platziert, solange es bloß eine Hälfte ist. Das kann ich ja mal kurz schauen, weil auf F7 sieht man ja jetzt das hier, da mache ich mal den weg. Wenn ich den hier mache, doch, da können jetzt halt Monster spawnen. Also muss ich es unten setzen. Keine Ahnung, wo habe ich das gehört, dass man die auch oben platzieren kann? Keine Ahnung mehr. Ist ja auch egal. Ich platziere sie weiterhin unten, weil dann kann ich halt sicher sein, dass das so funktioniert. Und wenn man zwei Blöcke, also halt zwei solche Half-Slabs übereinander gesetzt hat, also dass ein Slab einen Block ergibt, dann kann man mit Shift... Wenn man drückt und abbaut, dann baut man bloß den ab, wo man halt anschaut. Entweder den oberen oder halt den unteren dann. Okay, dann habe ich hier noch zwei. Dann setze ich den dahin. Die Fackel hier mit drauf. Und jetzt halt, indem man halt außen rum rennt zum Beispiel oder das macht, crouch die ganze Zeit rauf und runter, dann... wird da quasi das getriggert, dass der schneller wächst, wie bei Bone Meal halt. Okay, dann fangen wir wieder an und bauen hier die Blätter ab. Und das mache ich jetzt ein paar Mal hintereinander und dann, wenn ich genügend zusammen habe, dann sehen wir uns gleich wieder.
Okay, dann habe ich jetzt mal die ersten Bäume abgebaut. Dann habe ich mir noch gleich hier das Rezept gecraftet. Aus 4 Sticks, wenn man es legt, dann kriegt man die Wooden Coke. Dadurch, wenn man die benutzt, um die Blätter abzuernten, bekommt man die Silkwürmer raus. Und mit Hilfe der Silkwürmer kann ich jetzt hergehen und hier die Leaves entfesten. Und dadurch wird Seide hergestellt, weil Silkwürmer sind halt Seidenwürmer. Und mit Hilfe der Seide kann ich dann Strings, also Seide ist gleich Strings in dem Fall. Ja, also lasse ich jetzt halt mal etwas Seide herstellen. Baue mir gleichzeitig hier mal eine Truhe hin. Des Weiteren baue ich auch gleich noch... Ah, so baut man die in dem Fall. Wooden Barrels, mehrere. Ja, das waren ein paar Rezepte, die ich noch gar nicht gekannt habe. Die setze ich auch hier mit dran. Ah, dann haben wir hier schon die Infested Leaves. Oben steht dann immer wie viel Prozent, beziehungsweise dann. Und die verbreiten sich über den ganzen Baum und dadurch kann ich Seide herstellen. Und das machen wir gleich mal. Und das andere, was ist, hier kann ich jetzt 8 Setzlinge reinpacken. Und dadurch wird hieraus dann Dirt hergestellt. Das waren jetzt 8 Stück. Jetzt sieht man langsam, wie das kompostet wird. Also kompostiert, und dann habe ich daraus Dirt hergestellt. Hier gehe ich schon mal her und fange an, dass ich die ersten, wo Seide, wo dann dort steht, Abbau, dass ich die Strings bekomme. Da ist noch was. Mist, ich glaube, der ist runtergefallen. Die sollten aber, glaube ich, fast alle fertig sein. Der hier noch. Aber der Rest sieht eigentlich aus, als wäre fertig. Ich habe schon geschaut. Ich habe es jetzt zumindest in den Einstellungen nicht gefunden, da muss ich später nochmal schauen. Aber diesmal haben sie, glaube ich, den Vein Miner Mod nicht mit drauf. Was ich ziemlich schade finde, vor allem bei den Blättern abbauen. Weil da habe ich den halt immer sehr gerne benutzt, am Anfang. Später braucht man ihn ja nicht mehr, weil man alles andere, weil man eh für alles eine Farm hat. Aber am Anfang ist der nicht schlecht für das Blätter abbauen. Obwohl, das geht so auch. Und jetzt haben wir fast einen Stack Seide schon mal, Strings. Jetzt bauen wir den hier noch weg, dass ich die letzten da oben auch bekomme. Dann sollten wir eigentlich den ganzen Stack zusammen haben. Vermute ich mal jetzt. Halt. Wow, ist der weit weggeflogen. Ah, hier das Dirt ist fertig, also Rechtsklick und wir kriegen es raus. Und jetzt ist halt bloß das Problem, ich kann das nicht jedes Mal machen, dass ich daraus die Strings herstelle, weil dann bekomme ich keine Setzlinge raus. Und wenn ich keine Setzlinge habe, kann ich keinen Baum mehr bauen und dann habe ich mal ein Problem. Deshalb gehe ich jetzt nochmal her und muss einen machen, ohne die Silkwürmer zu benutzen, aber ich glaube, über einen Stack dürfte ich haben, einen Stack und 4. Das sollte, glaube ich, eher erst einmal reichen. Bauen wir den hier nochmal so ab und hoffen, dass ich ein paar Setzlinge rausbekomme. Weil ich brauche... Boah, wie viel brauche ich mindestens? Ich würde mal sagen, 40, 50 Stück werde ich bestimmt brauchen, damit ich so, wenn es gut läuft, 8 Erde zusammenkriege oder 9 Erde muss ich zusammenbekommen. Im schlimmsten oder eigentlich fast im besten Fall. Weil es kann ja noch sein, dass ich noch mehr brauche. Jetzt darf ich es zum Beispiel nicht reinpacken, weil ich nur 8 Stück habe, also muss ich es nochmal abbauen. Und muss nochmal einen Baum pflanzen. So. Dann gehen wir schon mal her und bauen die Plattform nochmal größer. Während der wächst. Und dann, ja, werde ich noch mehr Bäume abbauen, bis ich genügend Setzlinge zusammen habe.
Okay, jetzt habe ich mittlerweile 6 Dirt zusammen. Das ist, naja, irgendwie hier ist, glaube ich, ein Block im Weg. Wie war das? F3 und A. Reload all chunks. Na, der ist immer noch da. Komisch. Probier es nochmal mit auslocken und nochmal einlocken. Vielleicht ist er dann weg oder man sieht ihn zumindest. Okay, jetzt wieder drauf. Komm schon. Loading Terror. So viel ist nicht zum Laden da. Ist ja eine Sky-Welt. Jetzt kann ich zumindest durchgehen. Ist ja schon mal was. Gut. Ich habe das Ganze jetzt mit der Compressed Cork gemacht. Das ist einfach viermal diese Cork zusammengelegt. Dann bekommt man das raus. Das ist ein cooles neues Overlay. Okay, da habe ich irgendwas gedrückt, was er nicht so ganz gemocht hat. Und mein Spiel ist komplett weg. Gut. Dann war es das wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.